Der Ralf Baumgarten ist heute zu Gast hier bei Triathlon Podcast. Grüß dich, Ralf. Hallo, Marco. Hi. Hey, freut mich mega, dass du heute mit an Bord bist, weil wir kennen uns schon eine Weile. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber auf jeden Fall, der Talk wird mit Sicherheit lustig werden und sehr, sehr informativ. Also für dich da draußen, klare Message, bleib dran bis zum Ende, weil ich glaube, da können wir einiges lernen und mitnehmen für uns. Okay. Ja, du lachst noch, warte mal ab, du, jetzt kommt die mündliche Prüfung. Okay. Ich bin bereit. Bist du bereit? Okay, klar. Frage Nummer 1. Du hast keinen Publikumsjoker, ja? Schließ mal gleich aus hier und auch kein 50-50. Ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, ja? Aber wo kommst du her in Deutschland? Wie jung bist du? Und warst du als Kind damals schon sportlich? Oh, ja, also ich bin 58 Jahre, komme aus der Gegend von Frankfurt, 50 Kilometer östlich von Frankfurt. Hesse. Darüber. Das ist ein Hesse, genau. Das nennt sich Bad Orb, ist ein Kurort. Und wir haben ja eigentlich schon einige Triathleten hervorgebracht. Wobei ich, eigentlich war nicht der Erste, ich war der Zweite, der hier ein bisschen was getan hat. Der erste Kollege, der Klaus Stutze, der hat sogar noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als ich. Und das ist so der Dienstälteste. Der hat noch 3-4 Jahre vor mir angefangen. Mal so zurück in deine Kindheit. Mit welchen Sportarten hast du so angefangen damals? Also Tennis. Mein Vater hat hier den Tennisclub gegründet, hier in Bad Orb. Der war auch mal Niedersachsenmeister im Tennis damals und war ein sehr guter Spieler. Und da mussten wir natürlich auch mit auf den Platz. Ganz klar, logisch. Da müssen die Söhne natürlich mitspielen und zeigen, was sie können. Hat mich aber nie so richtig geschärft. Das war nicht so meins. Was mich mehr interessiert hat, das war das Schwimmbad. Das lag bei uns vor der Tür. Große 50-Meter-Becken und das größte Schwimmbad damals in ganz Hessen. Also wie gesagt, da oben, da haben wir praktisch im Sommer übernachtet. Ja. Das waren so meine Sportler. Ja, stark, sehr cool. Aber mehr aus dem Spaßfaktor und nicht irgendwie leistungsbezogen. Also jetzt nicht im Schwimmverein gewesen oder so? Nein. Also DLRG, da habe ich ein paar Prüfungen mitgemacht und was damals so en vogue war, das waren diese Schwimmwettkämpfe und nicht Schwimmwettkämpfe, Abzeichen wie die Totenkopfscheine. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Totenkopf-Schwimmscheine. Mhm. Die gab es damals für eine Stunde im Wasser, 2 Stunden. Ich glaube, 1,5 gab es auch nochmal und dann 5 Stunden. Also 5 Stunden einfach stur weg, durchs Becken schwimmen, hin und zurück. Und ja, dummerweise hatten sie in dem Jahr gerade den 5er abgeschafft, weil da doch ein paar Ausfälle waren, ein paar Finale. Und dann habe ich mir die an 3 Tagen geholt, diese 3 Abzeichen. Und ja, das war so das Härteste eigentlich. Und dann, was es beim DLRG gab, die habe ich mir alle geholt, ja. Stichwort Triathlon, wann hast du so zum allerersten Mal die Sportart wahrgenommen? Wahrgenommen durch einen puren Zufall. Ich war damals Lokalredakteur bei einer kleinen Lokalzeitung in Gelnhausen, beim Gelnhäuser Tageblatt. Okay. Und dann fragt mich dann irgendwann der Kollege vom Sport, weil ich damals schon so ein bisschen am Laufen war und Richtung Marathon geschielt habe. Da fragte er mich, ob ich auch mal über einen Triathlon-Verein schreiben würde. Und klar, wollte ich mir natürlich mal angucken. Und dann hatte ich mit den Jungs einen Termin. Das waren so 3-4 vollkommen, ja, also würdest du die Bilder heute sehen, würdest du nie auf die Idee kommen, dass die Triathlon machen würden. Der eine hatte einen Bauch wie ein, also der hätte auch ein Bierfass schleppen können. Der nächste ist dann beim Vorschwimmen, um zu zeigen, was alles dazugehört zum Triathlon, ist der mit seiner Lesebrille ins Wasser gehüpft, damit er sehen konnte, wo die andere Seite vom Becken war. Und, also Kopf über Wasser geschwommen oder wie? Ja, klar, logisch, aber Brust doch, ne? Und okay. Das war alles so chaotisch und so fix und alle, dass ich mir aber nur gedacht habe, das sieht wirklich so kreuz und quer wild aus, aber die haben alle einen Riesenspaß, das gucke ich mir mal genauer an und dann habe ich mit denen mal so ein bisschen trainiert und ja, und dann war aber auch direkt 2 Wochen später war dann Ironman in Rot. Und, wow. 2 Wochen später, ja. Gut, nicht für mich. Also der eine von diesen Kollegen fragt mich, hast du Lust, da mal mit runterzufahren? Es ist der erste in ganz Europa und dann können wir uns doch mal direkt vor Ort angucken. Und dann sind wir da morgens um 3 Uhr losgefahren und waren dann um 6 Uhr unten an der Lände. Der Kanal war gesperrt, da waren damals diese Kanalarbeiten. Ja. Ich glaube, es war noch an der Lände. Also stark, wow. 88, ja. Wollte ich gerade fragen, 88, wow, okay. Aber das heißt, einer von dem Verein ist auch dort gestartet, oder? Nee, wir haben erstmal damals dazu geguckt. Das war für uns vollkommen
Fremd, also Triathlon, ja, alles, alle drei Sachen am Stück, okay, das kann man sich vorstellen, aber dann auf diese Distanzen, das war echt eine Nummer zu dick und deswegen haben wir uns gedacht, wir gucken uns das erstmal vor Ort an, was das für Chaoten oder für Helden sind, die da ins Wasser springen und ja, und das war ein Tag, der ist heute noch eingebrannt, aber wirklich von der ersten bis zur letzten Minute fürs Zuschauen. Okay, darf ich fragen, warum? Das waren so viele Begegnungen, die ich an diesem Tag hatte, die einfach irgendwie außergewöhnlich waren. Wir kamen erstmal da runter zum Schwimmstart und dann höre ich eine Stimme, die mir bekannt war, durch den Äther. Und das war der Harry Weinfort. Ich weiß nicht, ob ihr Harry Weinfort noch was sagt. Er hatte damals bei RTL sehr, sehr viele Jahre lang, der Preis ist heiß. Und der Mann, der kam aus Rot. Cool. Der kam wirklich aus Rot. Und dann hat der morgens diesen Ironman da kommentiert und dann wir sind da so außen am Kanal lang gelaufen und es war richtig schweinekalt an diesem Morgen. Die Sonne ging gerade auf, also von der Szenerie her war das schon klasse. Und dann sagt der Harry Weinfort, ja, liebe Zuschauer, ihr werdet es kaum glauben, aber während ihr da draußen euch die Löffel abfriert, geht es den Jungs da drin im Wasser richtig gut. Die haben es nämlich warm. Dann haben wir uns kaputt gelacht, weil das waren vielleicht 10 Grad oder was morgens. Und was nur auffallend war, der Kanal hat gedampft, als ob der wirklich auf einer Herdplatte wäre. Und das war so ein Bild. Die Triathleten standen im Wasser oder sind da geschwommen und haben dann so mit den Armen so ein bisschen rumgewedelt. Und das sah so aus wie am Ganges. Das Wasser hat gedampft ohne Ende und von hinten kam die aufgehende Sonne rein. Also ein ganz fantastisches Bild. Es gab damals ein Plakat. Das ist dann auch in den nächsten Jahren immer wieder noch verteilt worden von dieser Startszene, wie die ganzen Schwimmer im Wasser sind, dieser Dampf da aufsteigt und im Hintergrund die Sonne sich so richtig von ihrer allerbesten Seite zeigt und am Ufer dahinter laufen dann die ganzen Zuschauer lang und einer von diesen ganz kleinen nadelkopfgroßen Personen da im Hintergrund, da bin ich noch mit drauf, ja. Stark. Ja, super. Aber der springende Punkt war, wir sind dann runter zum Wasser und das Wasser war wirklich 21, 22 Grad warm, also wirklich cooler warm im Vergleich mit dem, was wir draußen mitgemacht haben. Und ja, wow. War toll. Und sehr, sehr eindrucksvoll, ja, auch dann der Start. Ja, das muss man echt erlebt haben, ja. Also auch, also ich meine, 88 war ich nicht dort vor Ort, aber ich war die letzten, waren das 3 Jahre oder, okay, 19 war ich jetzt, 20 war ich natürlich nicht da, war ja auch nichts. Und aber die letzten 3 Jahre davor war ich immer da. Und das ist eine super hammer geniale Atmosphäre. Ich weiß nicht, bist du danach mit deiner Crew halt Richtung Hilboldstein gegangen? Wir hatten die Räder dabei und sind so ein bisschen die Strecke abgefahren und haben uns immer in irgendwelche Kreuzungen gesetzt und denen halt zugeguckt. Das waren natürlich deutlich weniger Teilnehmer als heute. Ich weiß nicht, wie viel es damals waren. 500, 600, kann ich ja nicht sagen. Und aber das war das gleiche Bild wie vorher bei diesen 3 Chaoten in unserem Dorfschwimmbad. Die hatten alle so einen Spaß auf der Strecke. Das Wetter war optimal, die Leute hatten Spaß. Das war einfach unglaublich. Und nach hinten raus hatte ich noch das Glück, dass wir jetzt gerade zurückkamen, als die ersten ins Ziel gerannt sind. Der erste war, glaube ich, damals dieser Holländer, der Axel Köhnders. Den hatte ich knapp verpasst, aber kurz danach kam dann schon der Dirk Aschwunheit rein, also mit seinen Tattoos auf dem Arm und dann damals noch neu Pulsmesser und so weiter. Und ja, hinter dem sind wir dann bis kurz vors Ziel auf dem Rad, die Jungs hinter der Blechtrommel hergelaufen und ja, war beeindruckend, war ich mit dabei beim ersten Einlauf von Dirk Aschwunheit in Rot. Super. Wow. Ja, aber brennt sich ein. Ja, war toll. Doch. Ja. Glaube ich, ja. Nochmal eine Frage zur Stimmung. Gab es auch damals, ich meine, Solarer Berg, gab es da schon ein Stimmungsnest dort? Zum Solarer Berg sind wir nicht gekommen. Ich kann ja gar nicht sagen, ob es den damals schon gab. Wahrscheinlich gab es den, aber da waren wir nicht. Wir waren so rund um Rot. Die Strecke war ja damals nochmal ganz anders als heute. Die ging auch damals dann praktisch in dieses Industriegebiet, glaube ich, rein von Rot. Ja, war alles ein bisschen anders gelagert. Ja. Und ja, also Solarer Berg haben wir nicht mitbekommen. Nee. Okay.
Aber das Fieber, das hat uns damals schon erfasst. Das denke ich mir, ja. Das heißt, wie war das dann so, als du dann mit deinen Freunden wieder zurückgefahren bist Richtung Bad Orb? Habt ihr dann gesprochen, ey, sowas wollen wir auch? Oder wie war das? Also wir waren ja sowieso erstmal komplett geflasht von diesem Tag. Und was schon feststand, also für meinen Kollegen, für den einen Kollegen, der wollte eine Woche später bei seinem ersten Triathlon starten. Und das war hier auch witzigerweise die Hessenmeisterschaft gleich, olympische Distanz in Gießen. Und gut, da habe ich mich dann auch gleich mit angemeldet. Und war auch ein Erlebnis. Es war damals das Schwimmen in einem großen Teich. Da standen draußen noch alle möglichen Schilder davor mit Totenköpfen, verboten. Aber für die Hessenmeisterschaft hat es gelangt. Was damals auch noch war, es waren sehr viele Amerikaner da. Es waren noch amerikanische Militärmeisterschaften. Und dann stehst du da und ich, wie alt war ich da? Keine Ahnung, Mitte 20 so ungefähr. Und rundum nur so Kaliber, ich sag mal, Modellathlet, Tarzan, Hüfte, die nicht breiter war als zwei Hände oder so und ein Kreuz, da wäre Schwarzenegger blass bei geworden. Und dann die dunkle Sonnenbrille drauf und so eine Kampfmontur für die Athleten. Und die standen alle mit uns in den ersten Reihen. Und klar, dann gehst du erstmal von aus, wenn es gleich kriegst. Den Startschuss gibt, da siehst du die im Leben, die siehst du nie wieder, die Jungs. Ne? Ja. Pustekuchen, die haben wir alle wieder eingesammelt, weil mit all ihren Muggibergen kamen die, also spätestens auf der Laufstrecke kamen die alle nicht mehr vorwärts. Und da war dann der ganze Kram gegessen. Ja, aber hat einen Riesenspaß gemacht und ja, war toll. Ne? Okay. Tolles Erlebnis. Und ich war von uns drei Leuten, war ich gleich Zweiter, von daher. Na ehrlich? Hat mir ein bisschen Mut gemacht. Wow, stark. Ja, also von uns drei aus dem Verein, ja genau. Also einen habe ich deutlich hinter mir gelassen. Ich konnte beim Radfahren ein bisschen was rausholen, das war meine Stärke immer. Wie ging es danach weiter, wenn ich fragen darf? Dann kam so langsam der Herbst und dann das übliche Marathon, glaube ich, in Frankfurt. Und danach dann die Winterlaufserie in Rodenbach. Ich weiß nicht, ob die das was sagt, das ist so eine 10 Kilometer Distanz, die da auf einem relativ flachen Kurs gelaufen wird. Und für die ganze Laufszene in Hessen war und ist das, glaube ich, immer noch so das Highlight im Winter, diese Serie. Und die war damals so stark bestückt, dass du zwei Leistungsfälle hattest. Das eine war unter 40 Minuten und das andere war über 40 Minuten. Und ich hatte dann eine Woche vorher den Marathon in Frankfurt, meinen ersten, glaube ich, gelaufen, in 3:43 und wollte eigentlich in Rodenbach nur ganz locker starten, bin dann in der Hauptgruppe gestartet und mein Kumpel, der auch ganz ruhig machen wollte, war mit einem Schlag weg und ich drehe mich um und hinter mir war der Besenwagen. Ich war tatsächlich der Letzte im ganzen Feld und habe dann natürlich ein bisschen Panik gekriegt, Gas gegeben und habe dann zum Glück jemand gefunden, an den ich mich dranhängen konnte und habe dann an dem Tag wirklich die 40:01 geschafft und knapp an der 39 vorbei. Ja. Wow, ja, aber war Respekt. Toll, aber hart. Hartes Feld, wirklich. Denke ich mir, ja. Ja. Krass. Im nächsten Jahr kam da mal nach einigen kleineren Geschichten, Gewünden, Frammersbach und so weiter. Frammersbach, glaube ich, noch dazwischen gewesen. Der älteste Triathlon damals der Welt, also noch älter als Hawaii, war ein Wettkampf, der über 2 Tage ging. Und die Ausrichter damals, die ganzen Frammersbacher Triathleten, die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch, da gab es noch Mannschaftswettbewerbe im Triathlon. Die waren Weltmeister sogar gewesen, meines Wissens nach. Und da kam damals auch ein deutscher Meister her, Amrain hieß der. Und der war dann Mitausrichter und ja, das war immer schön. Da hast du schon das erste Mal gemerkt, du kannst mit den Leuten auch ganz normal reden. Also bei der Formel 1 als Amateur zu starten, dürfte ein bisschen schwierig werden. Und dann auch mit den ganzen Cracks dann zu sprechen, das hat nicht ganz hingehauen. Hätte nicht ganz hingehauen, aber beim Triathlon ist ja bekannt, da funktioniert das. Und dann merkt man auch, alles Menschen wie du und ich, ne? Egal was die so drauf haben. Ja. Gut, und dann kam 1989, gab es dann eine verkürzte Distanz in Rot. Das war dann nicht ganz, aber da war dann keine Volldistanz, das war dann eine Halbdistanz und die war auch ein bisschen länger als ursprünglich angegeben. Und ja, da habe ich dann das erste Mal selbst finishen dürfen. War, ja, war alles was vergessen. Was war das für ein Feeling dort in Rot zu finishen?
Weihnachten, Geburtstag, Ostern und Ferien zusammen. Echt? Alles auf einmal. Ja. So ein Freude-Feeling. War für mich absolutes Größe. Ja, absolut. Wirklich. Ich kann dir heute noch sagen, wo ich da lang gefahren, lang gelaufen bin. Am Tag vorher habe ich mir aus Versehen komplett die Kante gegeben. Ich hatte das ganze Jahr über versucht, vom Alkohol fernzubleiben, kein Fleisch zu essen und mich wirklich gesund zu ernähren und sehr konzentriert zu trainieren. Und irgendwie am Tag vorher hat es mich erwischt und ich laufte am Ufer vom Kanal lang und da hat irgend so eine Gaststätte hatte offen und da gab es dann, ich weiß nicht, was war das, so ein ganz deftigen Braten. Und ich habe so einen Heißhunger gehabt und dann habe ich mir den Bauch vollgeschlagen. Ja. Und das habe ich am nächsten Tag noch gemerkt. Ja, leider. Warum hast du das gemacht? Aber, warum hast du es nicht dir für die Zeit nach dem Rennen aufgespart? Kopf ausgeschaltet, bestellt, ja, gefreut und am nächsten Tag gelitten. Aber ich glaube, sowas musst du einfach machen. Du wirst es jedem anderen, würdest du sagen, Junge, halt deinen Kopf zusammen, das geht gar nicht. Aber in solchen Augenblicken, dann ja, setzt der Kopf aus. Mhm. Komm vor. Mhm. Okay. Du musst ja nachher wissen, was du den anderen sagen kannst, was sie falsch machen. Ja. Naja. Ich krieg so mit, wie du, ja, das hört sich so an, als wäre Rot so dein Lieblingsrennen, oder? Kann das sein? Oder täusche ich mich da? Also, ich mache das jetzt ja gut mit vielen Pausen. Immer wieder, alle Jahre starte ich mal in Rot. Mhm. Ich habe jetzt 8 Mal in Rot gefinisht insgesamt. Das letzte Mal 2017. Das war allerdings eine Staffel. War auch mal in Innenstadt und habe mich aber dann zwischendrin auf andere Sachen spezialisiert, auf langes Radfahren und also dann Ultramarathons gefahren und solche Geschichten. Und ja, dann habe ich ja selbst einige Veranstaltungen ins Leben gerufen hier in Bad Orb, in Wächtersbach, in der ganzen Nachbarschaft. 9 Tage Radrennen in der Halle, solche Geschichten. Und oder das Eisschwimmen, das war auch mal so ein Ding von mir. Das ist das kälteste Neujahrsschwimmen in Deutschland auf jeden Fall, wahrscheinlich weltweit. War eigentlich also Eisschwimmen, die Veranstaltung nannte sich Iceman. Auch ausgehend, klar war ich hier natürlich vor Ort bekannt wie bunter Hund, also A, Journalist und B, halt durch meinen Sport, durch den Ironman. Da habe ich mir gedacht, es stand bei mir eine Hochzeit an und die war kurz vor Silvester und dann haben meine Frau und ich uns dann überlegt, was machen wir jetzt? Feiern wir mit der ganzen Verwandtschaft und laden dann alle möglichen Leute ein oder begrüßen alle möglichen Leute, die wir sonst vielleicht das ganze Jahr über nicht sehen oder sagen wir, jeder kann kommen, der will und wir machen das Ganze in Verbindung mit einer Veranstaltung, die uns auch Spaß macht. Und ich wollte immer schon mal so ein Eisschwimmen mitmachen. Also habe ich gesagt, dann mache ich es auch mal selber, organisiert und ja, Schwimmbad war nicht ganz so weit weg. 50 Meter Bahn, gut, die haben wir jetzt nicht gebraucht. Beim ersten Mal war es ein bisschen anders. Da habe ich bei mir in die Zeitung halt, also ich mir gehört hier die kleine Zeitung vor Ort und dann halt reingeschrieben, okay, ich mache ein kleines Neujahrsschwimmen, wer will, kann kommen. Es gibt lecker Brezeln und ein bisschen Glühwein, ein bisschen Apfelwein. Und habe dann gedacht, okay, 1. Januar, da kommt kein Schwein, die liegen alle noch zu Hause, kurieren ihren dicken Schädel vom Vortag. Und ja, dann war ich auch so ein bisschen frustriert, es war so 10 vor 1, also wirklich jetzt ungelogen, nicht übertrieben. Und mein Kollege, der mir da ein bisschen geholfen hatte vom DLRG, der musste dann so meine Nervosität und meine wachsend schlechte Laune ausbaden. Und dann sagte er, komm, reiß dich zusammen, guck mal zum Eingang. Und dann kam von der Straße her zum Eingang mit einer riesen Traube genau 1.000 Leute anmarschiert. Mhm. Ein bisschen mehr. Und dann sind die durch den Eingang durch, haben natürlich, also klar, die ganzen Apfelwein, Rotwein und Glühwein und Brezelvorräte, die haben nicht ganz so lange gehalten. War auch nicht so wild, aber wir hatten einen Riesenspaß, sind halt dann alle der Reihe nach ins Wasser reingesprungen. Ich habe eine kleine Ansprache gehalten und rein ins Wasser, wie kalt, es war 3-4 Grad, das Wasser. Ein Teil von den Leuten ist dann auch noch mit Neopren reingesprungen und ja, war jedenfalls eine tolle Geschichte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mach's im nächsten Jahr wieder. Und habe das dann ein bisschen größer aufgezogen. Hatte dann auf der letzten Drücker noch eine Einladung bekommen, statt des Eisschwimmens doch nach Thailand zu fliegen, nach Khao Lak. Ich hatte im Vorfeld mal ein paar Bekannten von mir einen Gefallen getan und deren Verwandtschaft,
Die hatten in Thailand, hatten die so eine Ferienanlage in Khao Lak. Und da mein Leben schon immer so ein bisschen stressiger war, haben sie gesagt, okay, dann flieg doch mal mit nach Khao Lak und lässt dir da mal 2 Wochen lang die Sonne ein bisschen auf dem Bauch scheinen und machst dir jetzt einfach mal ein bisschen bequem. Ja gut, dann die Einladung stand. Es war eigentlich auch geplant, aber nach hinten raus habe ich dann gesagt, nee, machst du auch wieder lieber einen Eisschwimmen. Da hast du mehr Spaß dabei und musst nicht fliegen. Ich hasse Fliegen. Und habe mich dann entschieden, dann doch hier zu bleiben und nicht an Weihnachten nach Khao Lak zu fliegen. Mit Familie, ohne Familie. Und ja, wie es dann so war. Ja, dann kam der Tsunami. Und die komplette Anlage, wo ich dann gewesen wäre, wo ich geblieben hätte, war weg. Da hat kein Mensch überlebt und die ganze Anlage war vom Erdboden verschwunden. Also hat mir mein Eisschirm damals indirekt das Leben gerettet. Ich hatte an dem Tag dann über 3000 Gäste. Wir haben dann alle ein bisschen noch gesammelt für die Opfer von Khao Lak, haben das dann für Deutschland Hilfe gespendet. Waren über 3000 Euro, die dann zusammenkamen. Hätten noch mehr sein können. Gut, aber die 3000 waren erstmal ein Anfang. Und die haben wir dann komplett gespendet. Ja. Wow. Aber das Schwimmen rettet Leben. Das war Fügung des Schicksals, würde ich mal so sagen, oder? Absolut. Absolut, ja. Respekt dafür, also dass du ja einfach aus einer Idee das dann auch direkt umsetzt und ja, anscheinend hast du da damals einen Nerv getroffen mit der Idee. Ich meine, ansonsten wäre nicht mir auf einen Schlag dann sofort beim ersten Mal 1000 Leute da gewesen. Also ich denke mal, da bleibt dann wahrscheinlich auch ein bisschen die Luft weg, wenn man halt sieht, okay, aus einer Idee kommt dann sowas raus. Nicht schlecht. Also der Vorteil ist natürlich auch, dass am 1. Januar im Grunde genommen niemand freiwillig eine Veranstaltung macht. Wer macht am 1. Januar eine Veranstaltung? Die konzentrieren sich alle auf den Tag vorher, auf Silvester. Dann wird abends gefeiert. Am nächsten Tag ist man eigentlich noch damit beschäftigt, oder die meisten jedenfalls, ihren Kopf zu sortieren. Und da kommt keiner auf die Idee, eine Veranstaltung zu machen, die ein hohes Organisationsvolumen hat und auch ein gewisses Risiko. Eisschwimmen ist keiner, also ein neuer Schwimm ist kein Kindergeburtstag. Da kann immer was passieren. Und deswegen habe ich dann auch in den Folgejahren das Ganze auf etwas festere Füße gestellt und dann also immer ein Vierteljahr vorher schon mit Seminaren begonnen, um die Leute so ein bisschen darauf einzustellen, was passiert, wenn ihr ins Wasser geht, was passiert im Kopf, was passiert im Körper. Und es durfte auch keiner reinspringen, der am Tag vorher noch einen gebechert hatte, also richtig gebechert hatte. Das gab es nicht, das war mir zu riskant. Und ja, Neopren haben wir auch draußen gelassen. Und das hieß auch, bei uns durfte unter 50 Meter schwimmen keiner ins Wasser. Das heißt, nur Badehose, Badekappe und dann rein ins Wasser. Die Natur der Dinge hat es vorgegeben, dass wir halt wirklich die kältesten oder das kälteste Schwimmen hatten in Deutschland, weil das Ganze in einem großen Schwimmbecken stattfand, das extra nochmal aufgefüllt wurde bis oben hin. Dann, wenn die Temperaturen gestimmt haben, war das Eis natürlich auch entsprechend dick. Das Wasser war eisekalt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten unter anderem Veranstaltungen bei einer Lufttemperatur von -8 Grad. Und bösen Wind, dann ist das Eis natürlich erstmal richtig dick. Wir haben also 2 Tage vorher dann angefangen und die Bahn freigeschlagen. Also wie gesagt, die Einsteiger, die Rookies, mussten ihre 50 Meter schwimmen. Und dann alle anderen, die durften entweder 100 oder 150 schwimmen. Das wurde aber jedem überlassen, und zwar für den Augenblick, in dem er im Wasser war. Alle Karten werden neu gemischt, wenn du im Wasser bist. Na, das ist halt nochmal so. Und dann kannst du nicht sagen, du hast dich jetzt für so und so viel gemeldet. Also du konntest unterwegs raus, du konntest auch zwischendrin raus. Wenn du die Hand gehoben hast, kam einer an vom DLRG und hat dich ins Boot gezogen. Aber ja, in dem Fall, bei einigen wenigen Veranstaltungen war es mit dem Boot möglich, ansonsten halt übers Eis, weil das Eis war teilweise dick gefroren. Und wir mussten mit Pickeln erstmal Schneisen, 50 Meter lange Schneisen ins Eis reinhauen. Und haben dann auch schon 2-3 Tage vorher angefangen, mit im Wasser versenkten Pumpen das warme, in Anführungszeichen warme Wasser, von unten hoch zu pumpen. Auf die Weise wurde das Eis ferngehalten. Und wir bekamen von unten 2, 3, 4 Grad nach oben hin. Immerhin das noch hin, dass trotz sehr starken Minustemperaturen oben eine Temperatur war von 0 Grad, an mehreren Punkten gemessen. 0 Grad und ja, da musst du da halt durch. Aber glaub mir, es geht alles. Das Schlimmste beim Eisschwimmen
das Schlimmste beim Eisschwimmen ist nicht die Kälte. Das ist nicht das Eis, was dir entgegenkommt. Das Schlimmste sind die Zuschauer. Weil du bist unter so einem Druck. Da gucken 3000 Leute und noch Fernsehen und was weiß ich was zu, wie du ins Wasser steigst. Glaub mir, der Sprung ins Wasser, das ist eine Erlösung. Mhm. Du bist wirklich froh, dass du im Wasser bist, dass du schwimmen kannst, dass du es gleich hinter dir hast. Mhm. Aber es macht einen Riesenfels. Und du fühlst dich wie neugeboren, wenn du aussteigst. Absolut. Mhm. Ja. Also ich habe das, okay, sowas habe ich nicht gemacht. Ich habe meistens, als ich noch in München gewohnt habe, so 1. Januar mittags um 12 im Englischen Garten Neujahrslauf. Damals organisiert oder immer noch organisiert, ich glaube jedes Jahr vom Alex Fricke, war auch hier schon bereits zu Gast. Mhm. Das ist ja Standardprogramm, ja. Also am 31.12. im Olympiapark halt im Silvesterlauf. Dort eine schöne Tasse kriegen vom MRC. Und dann am nächsten Morgen oder am nächsten Mittag dann halt Neujahrslauf. Und super genial. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres, als das neue Jahr so zu beginnen. Ja. Und das ist richtig. Aber Eisschwimmen habe ich noch nicht gemacht bislang. Ja gut, es gibt auch, glaube ich, nicht ganz so viele. Die meisten legen das auf das nächste, übernächste Wochenende danach und haben da ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten und zum Eingewöhnen, hier zum Wachwerden vorher, ja. Aber 1. Januar gibt es, glaube ich, nur, also mir sind nur zwei bekannt. Es gibt jetzt eine, mit einigen Jahren noch eine zweite Veranstaltung, hier auch in Hessen, in Nordhessen, bei Kassel, glaube ich, da oben irgendwo. Und ja, ich habe meine dann irgendwann erstmal pausieren lassen, jetzt seit einigen Jahren, weil der organisatorische Aufwand, wenn du das privat machst, hast keinen Gewinn davon. Mhm. Unterstützung, ich glaube, von öffentlichen Stellen, ist sehr überschaubar. Dann, obwohl es einen riesigen touristischen Effekt hat am 1. Januar. Also nur beim letzten Mal hatte ich Anfragen gehabt von RTL, von Sat.1, von sämtlichen Lokalfernsehen und Radiosendern, die heute glaube ich, Nachrichten hatten angefragt für abends 18 Uhr ein Team hinzuschicken mit Berichterstattung. Also von daher, Werbeeffekt enorm. Und ja, aber man muss niemandem hinterherlaufen, wer nicht will, der hat. Und für mich alleine war es einfach vom Organisieren her zu viel. Ja, nee, klar. Kann man mal zurück zum Thema Triathlon. An wie vielen Rennen hast du bislang teilgenommen? Insgesamt kann ich ja nicht sagen. So wild war das nicht. 40, 50 insgesamt und davon 10 Langstrecken. Mhm. Also 8-mal in Rot, 1-mal in Innenstadt und dann muss ich gucken, jetzt keine Ahnung, ein halbes Dutzend Halbdistanzen noch und ja, ich glaube, das war's. Okay. Mhm. Vielleicht eine ganz andere Frage. Was gefällt dir so an der Sportler-Triathlon? Ich glaube, das muss ich differenzieren. Also was mir eigentlich noch nie so richtig gefallen hat, das waren diese ganz kurzen Geschichten. Sprint, olympische Disziplinen, das war nicht so mein Ding. Gut, muss dazu sagen, habe halt auch erst ein bisschen später den Einstieg gefunden. Da war ich ja schon 25, 27 irgendwas, muss ich jetzt direkt mal nachschlagen. Und ich habe mich von vornherein wohler gefühlt in dem Augenblick, wo es ein bisschen ruhiger zuging, also auf der Mitteldistanz oder halt auf der langen Strecke. Das machst du natürlich, gerade wenn du voll berufstätig bist, nicht mal so am Wochenende nebenbei, weil du gerade noch was frei hast. Deswegen habe ich mich immer auf Rot konzentriert und zugesehen, dass ich da halt bleibe. Aber es ist für mich einfach, es ist viel ruhiger. Du bist mehr bei dir, du kannst dich auf dich konzentrieren, du spulst das Ding nach der Uhr ab und der Erlebnisfaktor ist enorm hoch, meiner Ansicht nach. Ja, du hast gerade eben schon gesagt, du hast es im Prinzip, weil du machst den Sport neben dem Fulltime-Job. Wann trainierst du denn überhaupt? Ich habe einen großen Keller. Da stehen 2-3 Rollen rum. Da steht ein halbes Dutzend Räder, uralte Stahlräder, dann 1-2 Konzeptbikes fürs Rennen selbst hatte ich so ein Cube noch irgendwas, so ein relativ ausgefallenes, was aber für meine Ansprüche viel zu groß war, viel zu aufwendig. Also wahrscheinlich bin ich einer von denen, über die sich dann die Profis dann schepplachen, oder war ich zumindest 2014 bis 17, weil ich da mit diesem riesen Cube-Ding dann rumgefahren bin und mit einer Leistung, die wahrscheinlich überschaubar war.
gut, mit Mitte 50 kann man dann alles schon mal so ein bisschen relativieren. Okay. Also es läuft alles, ich sag mal, vor der Arbeit, morgens 5, 6 auf der Rolle, 7 in der Mittagspause, abends oder gelegentlich am Wochenende. Ne? Also am Wochenende an die langen Kanten, wenn ich in der Vorbereitung bin. Radfahren bin ich allerspätestens morgens um 6:30 draußen, weil das mit dem Verkehr halt von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Die Autofahrer sind in meinen Augen viel aggressiver geworden. Mhm. Ich habe das mal 2014, 15 mal mitgezählt bei mehreren Trainingsfahrten. Also ich habe dann vor dem Frühstück so meine 100 Kilometer abgespult hier durchs Tal und habe dann mitgezählt, alle wie viele Minuten ich eine wirklich gefährliche Situation hatte. Samstags, sonntags morgens, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr. Ich kam auf alle 20 Minuten, selbst an diesen Tagen, alle 20 Minuten eine gefährliche Situation, wo mir einer definitiv zu nahe kommt oder mich schneidet oder neben mich fährt und mir dann mit so einer Tröte ins Ohr pustet. Das hätte ich vor 20, 30 Jahren, hätte mir das einer erzählt, das hätte ich im Leben nicht geglaubt. Von daher geht nur ganz früh oder halt zwischendrin. Ich habe kein Problem damit, meine Stunden also auf der Rolle abzukurbeln, weil, ja, also da kann ich einen Schalter umlegen und das geht. Bei den Rennen, bei den Langdistanzrennen, wo du bislang am Start gewesen bist, hast du dich da selbst so ein bisschen trainiert und oder so selbst einen Trainingsplan aufgelegt? Oder hast du einen Trainer gehabt, der dir Pläne geschrieben hat, um die quasi so um deine Berufssituation herum halt zu bauen? Weil ich meine, irgendwie muss es ja auch ins Privatleben reinpassen, ja, dieser Plan. Und wie hast du es da gemacht? Also ich sag mal so, Ende der 80er Jahre war das ja nicht so, dass die Triathlon-Trainer so geballt rumgelaufen sind. Nee. Es gab keine Triathlon-Trainer, also zumindest nicht in unserer Kante. Und der Hessische Triathlon-Verband hatte damals, jetzt muss ich wirklich gucken, 89, 90, den ersten Ausbildungsgang gemacht für Triathlon-Trainer. Und da habe ich mich dann gleich angemeldet und war dann auch gleich in der allerersten Riege mit dabei. Habe ich heute noch den Trainerschein, gut, 30 Jahre abgelaufen, Trainerschein Nummer 002 vom HTV. Ja. Cool. Und das war dann die Ausbildungsgruppe, wo auch dann der Ralf Epli mit drin war. Da hatte er auch damals dann seine erste Ausbildung gemacht als Trainer. Und ja, dann Martin Weid und noch ein paar andere Namen, die auch teilweise heute wirklich noch zugange sind. Patrick Behrendt war damals Hessenmeister Triathlon. Und ja, war eine tolle Gruppe, hat so einen Riesenspaß gemacht. Ich glaube, außer mir waren sie zu dem Zeitpunkt auch schon so ziemlich alle mal vorbei gewesen. Gut, das habe ich bis heute noch nicht gepackt. Wird auch, glaube ich, nichts mehr werden, aber muss ja auch nicht unbedingt. Das sagt niemals nie. Aber auch da das Gleiche. Wie bitte? Okay. Ich sagte, sag niemals nie, was das Stichwort Hawaii angeht. Ja, gut, zum Urlaub vielleicht mal. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, in meinem Umkreis gibt es doch relativ viele Leute, die jetzt schon auf Hawaii waren. Einer war 7-mal, der Olli Rodatsch, der war als Postsportler, war der damals als bester deutscher Postsportler, war der auf Hawaii gewesen. Ist dann durch den Joey Kelly abgelöst worden. Und hier aus unserer Stadt, wie gesagt, gut, ein 10.000 Einwohnerstädtchen. Mhm. Und wir haben also mittlerweile, wir haben sogar zwei Hawaii Age Group Sieger dabei hier. Der Klaus Stutze hat damals die Altersgruppe 55 oder 60 gewonnen bei den Herren. Und jetzt hatten wir die Julia, oh Gott, wie hieß die nochmal? Sie ist in Darmstadt. Die hatte vor 3 Jahren die Altersgruppe der Frauen sogar gewonnen, W30 oder sowas. Stark. Ja. Und der Klaus Stutze war auch zigmal drüben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Der war mit dem Timex-Team auch, glaube ich, 6, 7 Mal auf Hawaii. Ja. Okay. Ich meine, du hast eben erzählt, so erster Berührungspunkt, so richtig so 88 mit dem Triathlon-Sport. Wie hat sich, so aus deiner Sicht, wie hat sich der Sport verändert innerhalb der letzten Jahrzehnte? In meinen Augen sehr extrem. Wenn ich so an die frühere Zeit zurückdenke, da war so eine richtige, so eine Abenteuerstimmung dabei. Du hast sehr viel experimentiert. Da kamen die ersten gebogenen Lenker raus. Da gab es diese American Position. Du hast dann am Winkel rumgefeilt. Und der Winkel war identisch, glaube ich, mit den damaligen Mountainbikes. Das war ganz witzig. Dann gab es die Überlegung, du machst vorne einfach ein kleineres Rad rein, das Vorderrad, und fährst dann permanent bergab. Bist dann immer in so einer ganz extremen Liegeposition, permanent nur im Zeitfahrmodus.
Also du musstest permanent irgendwie an deinem Rad rumschrauben, damit du irgendwie noch so halbwegs up-to-date geblieben bist. Und ja, das war sehr abenteuerlich. Klar, die Leute sind auch damals anders an den Start gegangen. Da hast du nicht drüber nachgedacht. Habe ich jetzt hier so einen Anzug, der so fest an mir liegt, dass da kein Quäntchen Luft mehr dazwischen kam. Da bist du einfach mit der Badehose oder mit der Turnhose aufs Rad draufgestiegen, auf so einen ewig schweren Stahlhobel. Und entweder du konntest treten oder du konntest nicht treten. Ja, das Ding musste laufen, es musste der Reifen musste halten und fertig. Ich hatte auch ein so ein Rennen gehabt und der Albtraum war immer, du kommst zu spät zum Start, hast die Klamotten falsch gepackt. Diese Dinge, die gehen dir im Start, vor dem Start auch tausendmal durch den Kopf. Und bums, passiert mir das in Framersbach. Da habe ich mich beim Warmfahren tatsächlich in so einer Gruppe dann verfahren gehabt, kam zu spät zum eigenen Start. Und in Rot habe ich einmal die Tasche so falsch gepackt, dass ich tatsächlich auch in der Badehose dann die 180 Kilometer abradeln musste. Ja, aber lieber Gott, ich kam trotzdem ins Ziel und ja gut, zu gewinnen gab es für mich ja eh nichts, von daher. Aber für eine 11 hat es immer noch gelangt, 11 noch was. Respekt, du. Also das ist mir einmal passiert und zwar auch beim allerersten Triathlon, den ich überhaupt gemacht habe. Das war, okay, Sprintdistanz in dem Fall. Und ich kam aus dem Wasser raus und der Wechselbeutel war weg. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten, entweder aufsteigen oder mit Badehose halt weitermachen. Habe ich dann halt gemacht. Meine Frau hat mir noch ein T-Shirt drüber geschmissen. Und dann habe ich das ganze Ding so im Fares al-Sultan-Style halt in Badehose gemacht. Konnte aber die nächsten Tage nicht mehr so richtig rund gehen, wenn ich ehrlich bin, weil das immer so bescheuert hatte. Und dann hatte ich richtig schön Wolf. Ich glaube, beim Ironman in der Schweiz war das gewesen. Das muss auch so Anfang, Mitte der 90er gewesen sein, da war Dave Scott und Scott Hindy, einer von den beiden Großen, war da am Start gewesen und da war der auch schon ein bisschen betagter und dann fällt dem kurz hinterm Start der Sattel runter. Dann ist er die 180 Kilometer im Stehen gefahren, ja, auf diesem Hobel und hat den zweiten Platz belegt. Ja, das ist Wahnsinn. Geht alles. Ja. Absolut. Ja, nee, war aber, ja, auch von der Einstellung her, es war lockerer als heute, ist mein Eindruck. Weißt du? Meinst du heute? Es war viel verkrampfter, oder? Also, ich kriege jetzt nicht ganz so viele Wettkämpfe mit, wie gesagt, in Rot so manchmal, oder wenn ich bei anderen Wettkämpfen zugucke, da habe ich schon das Gefühl, es ist irgendwie, ja, es ist ein bisschen mehr Show dabei vielleicht als früher und so dieser urtümliche Charakter, der ist vielleicht so ein bisschen nach hinten gerutscht. Mhm. Und diese kernigen Typen, die vermisse ich auch so ein bisschen, die wir damals hatten. Zack, Dietrich, diese Ecken und Kanten, die hatten sie alle gehabt. Hm. Stimmt, ja. Ich kann mich auch noch dran erinnern. So. Ich meine, Dirk Aschmann, irgendwie Anfang der 90er habe ich mal eine kurze Doku gesehen über Triathlon und da war der auch dabei. Und es war ein cooler Typ, ja, also ein cooler Athlet. Hatte schon eine absolut eindrucksvolle Erscheinung, also nicht schlecht. Jürgen Zeck habe ich ein paar Mal getroffen in Rot, also für ihn unbekannterweise. Der kam mir immer beim Laufen entgegen. Immer wenn ich wusste, ich bin auf der Laufstrecke, er ist ja in der Regel ein paar Minuten vor mir ins Wasser und war, glaube ich, auch ein bisschen schneller als ich. Mhm. Und immer dann, wenn ich wusste, der kommt mir dann hinten auf dem Marathon entgegen, so bei Kilometer 3 oder 4 oder 5, wusste ich, entweder ist er heute schneller gelaufen oder mir geht's heute gut. Und das ist mir, glaube ich, dreimal passiert. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen in 2017. Okay. Ich war gerade auf der Radstrecke und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast damals, 2014, da war diese Sister Madonna da, diese Iron Man aus Amerika. Genau, Madonna. Knapp 85 Jahren damals. Ja. Genau. Und die hatte ich beim Radfahren dann eingeholt und die war ja, glaube ich, bei einer Frau noch gestartet. Und dann bin ich nebenan gefahren, so viel Zeit muss sein, und habe dann versucht, mit ihr ein Gespräch anzufangen, weil sie da auch dann relativ locker gefahren ist. Und dann haben wir uns dann kurz gegrüßt und hi, wie geht's? Und in dem Augenblick fährt Jürgen Zeck vorbei, links. Und dann standen wir in dieser Reihe. Die Sister Madonna, ich in der Mitte und links Jürgen Zeck, natürlich kein Fotograf da. Das wird heute noch irgendwo hier hängen, aber shit happens. Ja. Ja. Hast du mal gesprochen, den Jürgen? Nee, ich habe mit ihm mal so mal geschrieben über Facebook. Das war auch schon ein paar Jahre zurück.
Da ging es um sein Trainingscamp da in Thailand. Das hätte mich mal wirklich mal interessiert gehabt, aber gut, die Zeit ist jetzt vorbei. Nee. Also Kontakt hatte ich mal mit dem einen oder anderen und Norm Stadler habe ich ein paar Mal persönlich kennengelernt und getroffen, abends ein Bierchen getrunken oder Lothar Leder ist mal in Framersbach direkt hinter mir gestartet. Das war ganz am Anfang, da hatte er gerade Deutsche Meisterschaft gewonnen und war, glaube ich, Deutscher Meister gewesen und hatte in Australien, da war aber noch richtig jung, hatte er damals einen Ironman aus dem Stand gewonnen. Und auf einmal stand er hinter mir und als alter Leser vom Triathlet damals hat mir der Name was gesagt, als ich dann das Schildchen von ihm gesehen hatte. Und dann frage ich ihn dann und er war da sehr bescheiden und hat sich so ein bisschen verdeckt gegeben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass beim Zeitfahren, es waren 50 Kilometer Zeitfahren, dass ich da gleich ein Paket krieg. Bin dann losgefahren, wie von der Tarantel gestochen. Und ich habe die 50 Kilometer immer so in 1,20, 1,22 dahingelegt mit ein paar hundert Höhenmetern. Das war eine ganz ordentliche Leistung eigentlich. Aber an dem Tag, ich glaube, ich war 2-3 Kilometer aus Framersbach raus, da schießte er mir vorbei. Das war so ein Gefühl, als ob mir jemand Betonsockel an die Füße geklebt hätte. Es ging definitiv nichts mehr. Also das war ein Klassenunterschied. Da träume ich heute noch von. Ja, hey. Klasse. Aber macht Spaß. Ja, ja, logisch. Doch, klar. Vergisst du nie wieder. Mhm. Das stimmt. Ich meine, du bist vom Fach, ja, und ich meine, du hast es eben schon durchblicken lassen, du bist Journalist. Wie hat sich so die Medienwelt im Triathlon-Sektor innerhalb der letzten Jahre verändert? Was meinst du? Ich war mal, nach der Wende war ich auch mal Sportchef gewesen bei einer größeren Tageszeitung in Thüringen. Mhm. Hab damals als Kampfrichter die Deutsche Meisterschaft der Ärzte und Apotheker, glaube ich, war das gewesen, als Kampfrichter mit geleitet. Bin dann auch im Motorrad mitgefahren. Es war damals natürlich auch eine ganz andere Welt, anderes Arbeiten. Und ich weiß nicht, wie die Kollegen das heute machen, wenn die so einen Triathlon-Wettkampf verfolgen. Damals war es halt, du bist mitgefahren. Du saßt auf dem Motorrad, hast von vorne fotografiert und hast dann auch mit den Leuten dann gleich deine Interviews geführt. Da wird sich am Prinzip nicht so viel verändert haben, vielleicht die Arbeitsmittel. Ich hab mal eine Zeit lang auch kleine Artikel für den, Michael Kunz, glaube ich, geschrieben. Damals Herausgeber vom Triathlet, hieß das Magazin damals. Und du hast damals auch auf der Schreibmaschine getippt. Erklär es mal heute einmal, so auf der Schreibmaschine einen Bericht abtippen und den dann per Post zur Redaktion schicken. Die Bilder habe ich vorher noch selbst entwickelt im eigenen Labor. Das war eine andere Zeit als heute. Heute ist eine ganz andere Geschwindigkeit, ja. Ja, ganz andere Geschwindigkeit. Ja, gut, die Geschwindigkeit, die war damals auch schon, also du hast natürlich einen anderen Druck gehabt, aber die Mittel waren halt ganz andere. Ich meine, heute kriegst du innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden mit oder direkt 1:1 live mit, was am anderen Ende der Welt halt passiert, ja, in Australien, in den USA. Das ist schon Wahnsinn. Das ist auch ganz schön anstrengend. Das gab es damals auch. Es war früher auch anstrengend. Es war anders. Ich habe damals in Gießen in der Nachrichtenredaktion von Gießener Anzeige gesessen. Und also mein letzter Einsatz in Gießen war, als das Unglück war in Rammstein, als da diese Flieger verunglückt sind und es da wirklich massenweise Tote gab. Und da kam die Meldung, es gab kein Internet, klar, aber es gab halt die Ticker von DPA und diesen ganzen Agenturen und die liefen da an endlos Bändern, liefen die aus den Maschinen raus und die mussten dann bearbeitet und korrigiert werden. Und also da war viel auch für mich die Entscheidung an dem Tag, dass ich das in der Form so nicht weitermachen werde. Und dann habe ich mir einen neuen Job gesucht, habe Glück gehabt. Ich hatte damals über 30 Angebote, darunter 2 Chefredakteursposten und ja, der eine ist dann halt geworden, der in Erfurt. Okay. Sportchef Thüringen. War schön, doch. Also Thüringen, tolles Land. Da habe ich dann auch im Triathlon-Verein gleich Fuß gefasst und das war sowas von kollegial. TSV Erfurt, klasse, absolut. Tolle Mannschaft, sehr kollegial alles. Da gab es kein Ossi-Wessi-Geplänkel. Nein, wir hatten alle das gleiche Ziel. Das hieß, wir wollen Spaß haben und wir wollen ins Ziel kommen. Entsprechen wir uns im Winter 2020. Ich meine, okay, die Rahmenbedingungen dieses Jahres muss ich nicht, glaube ich, näher erläutern. Ich habe gesehen in Social Media, du warst auch dieses Jahr im Sommer zum eigentlichen Rottag, warst du auch dort vor Ort, gell? Ich hatte mich vorher schon mit einem Kollegen verabredet, dass wir in Rot auf jeden Fall die Sportler mit unterstützen wollen. Und das haben wir
2017 das letzte Mal mitbekommen und genossen, uns darüber gefreut und warum nicht auch was zurückgeben. Dann hieß es, dass Rot ausfällt, der Wettkampf, und dann haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir. Wir hatten die Karten ja eh schon gekauft für die Bahn, also haben wir uns gedacht, wir fahren halt trotzdem runter, wir fahren an den Start, wir gehen zum Kanal und ja, und natürlich sind wir davon ausgegangen, außer uns kommt kein Mensch auf so eine Idee, aber ich kann dir sagen, Rot war rappelvoll. Das hat gewimmelt von Radfahrern, von Läufern. Schwimmer haben jetzt keine gesehen, also zumindest nicht im Kanal. Aber es war Partystimmung. Ne? Die Leute standen da alle unter dem Zielbogen und sind da rein und raus marschiert und haben gesungen, gegillert und haben sich fotografieren lassen. In diesem Challenge-Büro saßen die Mitarbeiter und haben so Pakete verteilt von den Sponsoren, die natürlich jetzt nicht mehr gebraucht wurden für den Wettkampf. Also war schon toll. Wir hatten einen schönen Tag und ja, den einen oder anderen Bekannten noch getroffen. Ja, Erinnerung geweckt, ist ja eh immer so, wenn du nach Rot reinfährst, wenn du so ein Rot-Junkie bist, dann, also mir schnürt sich die Kehle zu und ich kriege dann so ganz seltsames Gefühl. Ja. Kann ich nachvollziehen. Also Rot macht, wie du eben schon sagst, macht ein bisschen süchtig und ist einfach eine super geniale Atmosphäre. Und ich meine auch ich habe so ein bisschen aus der Ferne über Social Media verfolgt, was halt dort abging an dem Tag. Und ja, wie du schon sagst, das sind Radfahrer die Strecke abgefahren und Wahnsinn. Also das macht echt so die Magie halt von Rot aus, ja. Ja, das zeigt aber auch die Verbundenheit der Sportler zu Rot, dass sie da wirklich zu Tausenden darunter kamen und dann trotzdem sich das nicht haben durch Corona vermiesen lassen. Klar, da waren Abstände und es war nicht so wie immer, es war nicht dieses Gedränge, ganz klar. Aber gut, wenn du auf die Radstrecke gehst und selbst wenn du diese 90er-Runde nur einmal abfährst, das zieht sich ja alles. Ganz besondere Stimmung irgendwie an diesem Tag. Viel, viel Solidarität. Ja, das habe ich gespürt hier aus der Ferne. Ja, wie sieht so deine weitere Planung aus? Planst du noch einen weiteren Start in Rot in Zukunft? Oder ich meine, okay, das hängt ja jetzt nicht nur von dir ab, sondern auch von den Rahmenbedingungen, auch von Organisationen, ob das nächstes Jahr 2021 wirklich stattfinden kann oder nicht. Ich hoffe, dass seit nächstes Jahr wieder deutlich mehr Rennen stattfinden können als in diesem Jahr. Und aber was meinst du, planst du demnächst in Zukunft noch einen Start dort in Rot oder? Also Rot runterfahren werde ich mit Sicherheit. Starten muss ich mir überlegen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne mal ein Rennen machen, bei dem es ein bisschen ruhiger zugeht. Da ist Rot, wenn du ruhig haben willst, ein bisschen was Familiäreres. Auch wenn das da unten Family heißt, aber ich glaube, da muss ich woanders gucken. Mich würde mal Podersdorf interessieren oder sowas in der Richtung. Für eine Langdistanz soll eine sehr schöne Radstrecke haben. Das kommt mir da ein bisschen entgegen. Da muss ich mich mit meinem Gewicht nicht die Berge hochquälen. Ja, und was ich auf jeden Fall machen will, ist nochmal Lanzarote. Aber da die halbe Distanz und nicht die volle. Die Strecke kenne ich jetzt mittlerweile auswendig und ich bin eh so ein Lanzarote-Fan. Wenn ich könnte, gäbe es eine Verpuffung, ich wäre da unten. Ja, aber permanent. Okay. Das sind nochmal die zwei Ziele, also eine Langstrecke irgendwie, irgendwo in Reichweite und Lanzarote auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habe ich letzte Mal da teilgenommen als Zuschauer und das war, das ist jetzt 3 Jahre, glaube ich, her. Und da ist der Thomas Hellriegel gerade das Ziel gelaufen. Da war ich beim Zielanlauf von Thomas Hellriegel noch mit dabei, hat beim Laufen gesehen, beim Radfahren, wie er zurückkam und dann beim Zielanlauf gewartet, bis er drin war. War auch recht schnell. Ich glaube, 6. insgesamt. In dem Alter noch. Also Hut ab. Und das war ein starkes Feld. Mann, oh Mann. Ja, Lanzarote ist nicht ohne. Ja. Also, aber Podersdorf, habe ich mir sagen lassen, ist eine ziemlich schnelle Strecke. Und das die wird mich auch noch reizen, die in Podersdorf. Also wenn ich richtig informiert bin, dann bist du sogar auch selber Podcaster-Kollege, gell? Ja, was für ein Zufall. Ich habe vor Jahren angefangen, mir den einen oder anderen Podcast rauszusuchen. 1, 2 sind mir empfohlen worden. Auf einen bin ich selbst gekommen. Der mich am meisten interessiert hat am Anfang, war ein Podcast, der mit Triathlon sehr viel zu tun hatte. Und schwuppsiwupps kam ich auf deinen Namen. Das andere war dann mehr so Richtung Laufen und Bewegt. Mhm.
Ja, und da irgendwie habe ich da Feuer gefangen. Und ich dachte mir, das ist eigentlich das Medium, was dich wirklich noch reizen würde. Da hast du im Endeffekt, ja, es ist ein ganz neues Gebiet, es ist mega spannend, es ist wie ein richtiges Abenteuer und ich ziehe den Hut, ich habe einen Mordsrespekt davor, wenn sich jemand davor das Mikrofon setzt und da eine Stunde aus dem Stand babbelt oder Leute interviewt. Und das Ganze geht dann wirklich praktisch nackt an die Hörer. Und also unglaublich. Ja. Und vor allen Dingen, also ich habe für mich aus den ganzen Podcasts, ob das jetzt bei dir war oder von den anderen, ich nehme immer irgendeine Anregung mit, irgendwas, was ich lerne, was ich für mich übernehmen kann. Und ja, und dann kam der Gedanke auf, irgendwann werde ich meinen Podcast mal machen zu meinen Themen. Das meine Themen momentan sind eher jetzt Wandern, Langstreckenwandern, aber auch Leben verändern, runter von der Couch, ab in den Wald, tu was für dich und deine Ernährung, dein Kopf. Und dann ist das immer so Stück für Stück gereift. Ich hatte mich dann auch mal irgendwann mit dir in Verbindung gesetzt. Und ja, und irgendwann hast du mir dann dahinter getreten und hast gesagt, jetzt fang langsam mal an. Und dann ging das eigentlich holter die Polter. Jetzt bin ich ein halbes Jahr am Start, ja. Das war der richtige Schritt mit dem richtigen Coach. Danke. Nee. Also ich danke dir für dein Vertrauen da, dass du das mir geschenkt hast. Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein oder sowas für dich da draußen, ja. Aber ja, es hat also mega, mega Spaß gemacht. Und ich meine, wir stehen ja immer noch in Kontakt, ja. Und ich gebe dir immer noch Tipps und hör rein und gebe dir Feedback oder Anregungen. Und das macht es für mich halt aus, weil ich sehe es ziemlich häufig, dass viele Podcasts einfach starten und dann nach so Folge 7, 8, 9, 10 wieder aufhören, weil sie vielleicht mit falschen Erwartungen gestartet sind oder vielleicht jemanden an der Seite hatten, der sich halt nicht so richtig drum gekümmert hat. Und das finde ich immer schade, weil da steckt so viel Potenzial drin. Und es ist halt, ich meine, du kommst aus dem Sport, ja, es ist halt Marathon. Erfolg stellt sich dann nicht von heute auf morgen ein. Und da muss man halt dranbleiben. Aber ich meine, du warst jetzt innerhalb der kurzen Zeit, die dir schon live bist, hast du, wie viele Folgen hast du live bislang? Über 30? Also jetzt mittlerweile 28. Und 28. Es kommen die Woche, also die Woche bin ich, glaube ich, in drei Gesprächen. Also ich nehme die Woche noch drei auf. Wahnsinn. Eine für die Reserve und dann muss man gucken. Ja, ich muss vor Weihnachten auch jetzt ein bisschen Platz schaffen, weil ich jetzt mit meiner Zeitung natürlich auch im Nahkampfmodus bin und gucken muss, dass ich jetzt das Geld verdiene, was mir im Januar, Februar, März fehlen wird. Ne? Da ist normalerweise schon Apple für eine Zeitung mit Anzeigen und diesen Dingen. Und jetzt fallen die ganzen Veranstaltungen weg. Es ist ja nichts mehr. Von meinen Geschäftskunden stirbt jede Woche einer den wirtschaftlichen Tod. Das ist unglaublich, was da abgeht. Die ganze kleine Geschäftswelt geht vollkommen den Bach runter. Und von wegen Unterstützung und so weiter. Anderes Thema. Also von daher muss ich jetzt Vollgas geben. Und das heißt, für mich bis inklusive Silvester ist jetzt, ja, kann ich mir eigentlich hier im Bett in die Redaktion stellen und hier durcharbeiten. Aber ist gut. Ich meine, ich brauche es nicht zu meckern, weil ich mit viel Arbeit relativ viel reinholen kann und ich komme so über die Runden von meinen Konkurrenten oder Mitbewerbern, sind viele schon weg. Sehr viele. Je kleiner die Zeitung, desto weg. Ist so. Dann müssen wir durch. Das ist echt heftig, ja, zu hören. Aber riesen Respekt dafür, dass du halt auch das Thema Podcast so durchziehst, ja. Ich meine, es ist ja noch, kommt ja noch on top zu deiner täglichen Arbeit, die du eh schon machst. Ja, und so langweilig wird mir das nicht. Die 7-Tage-Woche habe ich aber schon immer. Aber ich muss nochmal zurückkommen jetzt. Auch wenn das jetzt wirklich, das klingt jetzt wie Schleim oder was weiß ich was. Ich kriege jetzt hier auch keinen Bonus für. Ich habe ja schon mal gesagt, du hast dich so reingekniet. Das war weit über dein, also mich zu unterstützen, das war weit über dein über das Ausgemachte hinaus. Mhm. Und ich hab dir schon mal gesagt, du warst für mich wie so ein Motivations-Pitbull oder sowas Ähnliches, weil du immer gesagt hast, mach hier, feil da noch ein bisschen dran und so weiter. Konzentriere dich nicht so auf die Statistiken. Das ist der einzige Fehler, den ich wirklich nicht ablegen konnte bis jetzt. Weil ich gucke jeden Morgen wirklich um 6 Uhr, kurz nach 6, habe ich die Kaffeetasse in der Hand und gucke auf die Statistiken. Es gibt heute ein Freudenfeuer und morgen eine Depression. Aber wie du es gesagt hast, es ist ein Marathon und da muss man einfach durch. Aber meine Erfahrung, es macht wirklich so einen Spaß. Allein schon
die Erfahrung, mit so vielen Leuten jetzt in Kontakt zu kommen, die auch so ungefähr auf deiner Wellenlänge liegen, mit denen du dich unterhalten kannst, mit denen du jetzt auf einmal eine ganz andere Verbindung hast, was du alleine auch aus deinem eigenen Podcast lernst, das ist unglaublich. Das ist eine Erfahrung, die möchte ich echt nicht mehr wissen. Ich mache da auch weiter, bis mein Mikrofon verglüht. Klasse. Wie heißt dein Podcast? Er heißt Walkman, gesund leben in Bewegung. Sehr also cool. Walkman wie Ironman, wie Iceman, nur halt auf Hessisch Walk, BALK-MAN. Bei der Adresse natürlich mit AE geschrieben. Ne? Ja, ja. Pack mal alles in die Shownotizen der heutigen Folge, so dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst und auf jeden Fall in den Walkman-Podcast vom Ralf reinhörst, weil es lohnt sich, weil du lernst da sehr, sehr, sehr viel. Und ich meine, du bist sehr, sehr aktiv auf Facebook zum Beispiel, packst da nicht in regelmäßigen Abständen immer Naturbilder rein, die finde ich echt super genial, so 3D-Bilder, super geil. Und du hast auch echt super geniale Geschichten dort im Walkman. Also das heißt, Appell an dich da draußen, auf jeden Fall reinhören, abonnieren den Podcast und auch bewerten, wenn du es magst, auf Apple Podcasts, auf iTunes zum Beispiel. Ich meine, das ist letztendlich halt der Applaus eines Podcasters, ja. Ich habe kommende Woche, das kann ich gleich schon mal raushängen lassen. Hm. Ich schätze mal, bis der Podcast erscheint, also die Folge ist mit dir, wird das auch schon online sein. Ich habe diese Woche wirklich eine Deutschlandpremiere, vielleicht sogar eine Weltpremiere. Erzähl. Ich habe ein Interview mit einem Wolf. Also tatsächlich, ich habe dann hier einen Wolf am Tisch. Wie das genau funktioniert, das ist kein Witz. Nein, ich muss das mal so stehen lassen. Ich kriege dann wirklich Besuch von jemandem, der einen Wolf mitbringt und es geht um das Thema Wölfe. Wölfe, wow. Mythen, Gerüchte und vor allem ein bisschen Vorurteile abbauen, weil das passiert, je nachdem, in welcher Gegend du unterwegs bist, kann es ja schon mal passieren, dass du also hier im Spessart kann dir das passieren, auch mal einem Wolf begegnest. Mir ist schon mal einer über den Weg gelaufen, war eine sehr beeindruckende Begegnung, aber die haben halt mit den ganzen Vorurteilen zu kämpfen und ich sag mal, im Zweikampf Jäger auf dem Hochsitz und ein Wolf, der durchs Gebüsch läuft, hat der Wolf in der Regel die schlechteren Karten. Ne? Und das geht hier gerade los. Und da werden Sachen aufgebaut und ein Teil der Natur, der eigentlich dazugehört, wird von vornherein wieder ausgeschlossen. Okay. Dabei ist es wirklich, also wenn du mal eine Begegnung mit einem Wildschwein hattest, was dir auch sehr schnell passieren kann, bei jeder dritten Wanderung, bei jedem dritten Training im Wald habe ich eine Wildschweinbegegnung. Und die können richtig gefährlich werden. Da ist jeder Wolf ein Schaf dagegen. Das klingt blöd, das ist so. Blöde Frage, was macht man dann, wenn man einem Wildschwein begegnet im Wald? Stehen bleiben. Ja. Stehen bleiben und so tun, als ob du ein Baum wärst. Das klingt doof, es ist so. Wenn du wegläufst, reagiert das Wildschwein, indem es sich vorstellt, da läuft mein Essen weg. Das macht der Wolf nicht, der Wolf wägt ab. Das Wildschwein rennt dir hinterher und das habe ich schon erlebt. Wenn du dir mal so ein Eber hinterherwetzt und dich dann erst überholt, dann vor dir den Weg wieder kreuzt, wieder zurückkommt auf dich zu, dann bleibt dir nur eins, bleib stehen und spiel den Baum. Der Baum, der ungünstig auf dem Weg steht, aber um Gottes Willen nie weglaufen oder komm nie auf die Idee zu versuchen, irgendwo jetzt einen Baum hochzukrabbeln. Ich weiß nicht, wie bei euch die Wälder aussehen. Bei uns sind es in der Regel Nadelbäume, Fichten, Tannen. Bist du schon mal in Hektik an einem Nadelbaum hochgekrabbelt? Das geht überhaupt nicht. Also Quatsch. Was du machen kannst, dich vielleicht verstecken dahinter, ne? Hinter dem Baumstamm, weil die Wildschweine sehr schlecht sehen. Die kriegen die Bewegung mit und sie riechen gut, aber sie sehen schlecht. Und wenn sie weit genug weg sind und du stellst dich einfach auf den Weg und bist ruhig, dann hast du eine Chance. Aber weh, du läufst weg, die Wildschweine, sie sind sehr effektiv. Sie rennen dir zwischen den Beinen durch und mit den Hauern reißen sie dir die Schlagader unten auf. Und die schnitzen sie nicht nur auf, die reißen diesen ganzen Bereich raus. Das heißt, du bist, wenn es sie wirklich erwischt, innerhalb von wenigen Minuten tot. So schnell kannst du keinen Notarzt mehr holen, gar nichts. Wenn du noch alleine im Wald bist, bist du verloren. Das ist wirklich, das ist definitiv nicht witzig. Ne? Ich frage deswegen, weil ich hatte neulich, als ich mit dem Auto durch den Wald gefahren bin, hatte ich irgendwie so eine Wildschweinfamilie am Straßenrand stehen. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, wow, die gibt's ja wirklich hier im Wald. Und bei dir in Frankreich? Ja, hier in Frankreich.
Und ich bin ab und zu mit dem Hund im Wald unterwegs und deswegen frage ich mal nach, was man machen sollte, wenn ein Wildschwein einen begegnet. Also bei uns gibt es ganz enorme Überpopulationen mit Wildschweinen und das ist definitiv, es ist ein sehr großes Waldgebiet hier zwischen Bayern und Hessen, ewig groß und mit Hunden von Hunderten von Kilometern, wo die praktisch langlaufen können, ohne dass sie jemand großartig stört. Also sie haben genug Platz zum Verstecken und von daher, das explodiert momentan regelrecht. Ich bin definitiv kein Freund von der Jagd, aber da sehe ich halt schon, da muss was passieren, weil sonst ist nicht witzig. Na klar, sicher. Dann sind wir am Ende des Interviews angekommen. Bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast und in deinem vollgepackten Terminkalender. Und drück dir die Daumen für die Zukunft, dass du das wirtschaftlich gut überstehst, jetzt diese Corona-Phase. Und dass auch dir, deiner Family, dass ihr gesund bleibt, dass du unfallfrei, verletzungsfrei bleibst. Und ja, dann und auch, dass der Podcast natürlich halt weiter so gut läuft und dir Spaß macht. Weil ich meine, wenn du es mit Freude machst, das hören, kriegen die Hörer mit. Und auch das Voice-Thema jetzt finde ich super spannend. Also werde ich auf jeden Fall reinhören. Und nochmal Appell an dich da draußen, hör dir den Walkman-Podcast vom Ralf an. Lohnt sich wirklich, du lernst echt eine Menge. Ich habe gesehen, es ging auch um Jakobs Weg zum Beispiel. Genau, habe ich die Serie gemacht. Genau, also super genial. Also ich feiere das. Ich finde es super genial. Danke dir. Und wünsche dir, deiner Family, alles, alles Gute für die Zukunft und natürlich jetzt auch noch eine schöne Weihnachtszeit. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021, welches hoffentlich besser wird als dieses Jahr. Gut, wir warten was ab, aber ja, ich denke, langweilig wird es nicht. Nee. Und erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich denke, wir hören und sehen uns noch. Gerne, absolut. Danke dir. Also, ciao, ciao. Schönen Feierabend. Dir auch. Danke dir. Tschüss. Ciao, tschüss.